Scheiße, recht herzlich willkommen. Mein Name ist Uwe Knietsch. Ich stamme aus der Bürgerrechtsbewegung der DDR. Kennt ihr ja bestimmt die Demonstrationen, die zur Wendezeit 1989 stattgefunden haben. Ich habe die zum Großteil organisiert. Wir hatten ja die Hoffnung verbunden, dass sich das DDR-Regime im Prinzip geschlagen gibt und wir in friedvolle Zeiten gehen mit einem großen vereinigten Deutschland. Dass das weder eine Vereinigung war, oder eine Wiedervereinigung, weil es war ja eigentlich nicht getrennt, und dass sich da die versprochenen goldenen Zeiten einstellen. Das Einzige, was golden war und was geblüht hat, war die Korruption. Und die Leidtragenden waren die Leute, die im Mittelstand fleißig waren, die gedacht haben, jetzt können wir endlich machen, was wir wollen, und haben sehr schnell gemerkt, dass sie in einer neuen Diktatur gelandet sind, die von sehr langer Hand vorbereitet war. Und wo es nicht um goldene Aussichten ging. Und jetzt nicht genau im Schrift nehmen. Achso. Und du musst dich auf die Schrift bringen. Ach, ja. Stimmt's? Ja. Ja. Ja, danke schön. Ein bisschen. Jetzt passt. Schnell das dann raus. Ja, danke erstmal für die Hilfe. Wir haben uns dann wiedergefunden in einer neuen Art Parteiendiktatur, die alles andere war, also eine Grundlage dafür, dass Leute, die was erreichen wollen mit ihrem Betrieb oder in der Wissenschaft oder ja, einfach nur in der Familie sich getäuscht fühlen und benutzt fühlen und die sich mit einem Beamten im Parteienklüngel auseinanderzusetzen hatten, die weder was für die Gesellschaft beitragen, noch in irgendeiner Weise ihr Mandat dazu nutzen, um was Positives in dem Land zu bewegen. Und das, was hier im Hintergrund schon angedeutet wurde, zeigt eigentlich auf, dass es in vielen Ländern ähnlich lief. Wir hatten in Russland die Oktoberrevolution, wo es nur darum ging, das Zarenreich zu beseitigen und in eine neue Macht die Oligarchen zu installieren. Wir hatten dieselbe Sache in Frankreich, da haben sie das verarmte Volk gegen den Adel aufgestachelt, um eine Diktatur zu errichten, die noch viel schlimmer war, wie das Volk, das eben nur dem Adel zu leiden hatte, weil der Adel sich halt nicht um die Grundversorgung der einfachen Bevölkerung gekümmert hatte, sondern die haben eben dort in ihrem Versailles ein Fest nach dem anderen aufgeführt, was die heutige Parteidiktatur ja auch tut. Allerdings in so schlimmem Maße, dass das einfache Volk verarmte, und das legt immer dann den Zündfaden für eine neue, Revolution. Und in Deutschland sah es ähnlich aus. Wir hatten den Ersten Weltkrieg, der dadurch zustande kam, dass es einen Anschlag auf Sarajevo gegeben hat, wo das Kronprinzenpaar erschossen hatten. Erst haben sie eine Bombe reingeworfen, das sind einige verletzt worden, dann haben sie sich zurückgezogen. Und bei der Fortsetzung der Fahrt hat man durch die äußeren Umstände festgestellt, dass nur einige mehr noch Bescheid wussten über den geplanten Anschlag und dass man durchaus davon ausgehen kann, dass also die damalige Regierung von Serbien sehr wohl wusste, was er getan hat und dass es da Kollaborateure gegeben hat und dass da auch eine größere Schieblage dahinter stand. Ihr wisst ja, dass die einzelnen Monarchien sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Zum Beispiel ist sehr deutlich in Österreich-Ungarn zu sehen, dass was vereinigt wurde, was nicht wirklich so hundertprozentig zusammengepasst hat. Also die Ungarn haben ihre Sicht, wie sie gerne ihr Land organisieren wollen. Tschechien hatte ihre Sicht, wie sie ihr Land organisieren wollen. Und was wir jetzt heute hier aus Österreich haben, die hatten auch eine Sicht. Und die waren nicht immer gleich. Trotzdem war dieser Staatenbund eine sehr förderliche und fruchtbare Zeit. Und uns haben sie immer erzählt, der Adel, da wurde das Volk bloß ausbluten lassen und das sind ganz schlimm und die müssen enteignet werden und die Großgrundbesitzer, es gibt ein Schlimmeres. Aber was sie danach geschaffen haben, war ja eigentlich eine noch viel schlimmere Sache, vom Schlimmen. Und heute stellen wir fest, ja, was haben sie
denn eigentlich gemacht? Wir haben das Land zerteilt und haben das, was durch Steuergeld bzw. auch Volkseigentum in dem Land existieren kann, an einige wenige Reiche umverteilt. Und heute ist es so, dass nicht mal jeder ein Stück Land oder Pferd hat, wie es einem, man konnte sich im Mittelalter ja gar nicht vorstellen, ein Mann ohne Pferd und ohne Feld, wie soll denn da existieren? Genau. Und heutzutage leben die viele eben von Sozialvorsorge und werden im Falle einer Not völlig aus sich gestellt. Ja. Man muss aber bedenken, dass im Falle, es kommt ein Eurozusammenbruch, das Sozialsystem in gleichem Maße kollabiert und kaum jemand versorgt ist. Wenn ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil ihr ein bisschen in der ländlichen Gegend wohnt, ihr habt immer noch eure Vorratshaltung, ihr habt eure Felder, die ihr noch abräumen könnt, aber müsst euch überlegen, aus den großen Städten werden die Leute aufs Land strömen und dann wird einfach plündern. Und wenn die zu Hunderten über die Bauerndörfer ziehen, dann könnt ihr euch vorstellen, dass dann davon noch heil bleibt. Und es geht darum, so eine Situation zu vermeiden, indem man vermeidet, dass es zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen kommt. Also es vergeht keine Woche, dass ich angerufen werde, ja, wann machen wir denn los, wann schlagen wir den Schädel ein, ich hab's so gesagt, und schon wieder ein Ulweg und schon wieder ein Rotblitz. Und die Leute sind so auf 180, da sage ich denen, was passiert denn, wenn ein Bürgerkrieg kommt? Ist denn das Endresultat des Bürgerkriegs wirklich das, was du willst? Fakt ist, dass ein Großteil der Leute durch die kriegerischen Auseinandersetzungen verletzt oder getötet werden. Und am Ende jedes Bürgerkriegs, du kannst ja jeden Bürgerkrieg angucken, in jedem Land, hat es immer dazu geführt, dass das einfache Volk ärmer wurde und die Reichen immer reicher. Vor allem die Rüstungsindustrie bezahlt hat. Und die Banken, weil die Kriege finanzieren. Am Ende ist dem einfachen Volk ja nur eine Verschlimmbesserung geblieben. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn eigentlich zu unseren Rechten? Und das ist ja nämlich die interessante Geschichte. Wenn wir uns einig wären in dem, was uns gut täte, ohne dass wir es auf den Bürgerkrieg hinauslaufen lassen, sondern dass wir so einfach die sogenannten Eliten oder politische Kaste an der ausgestreckten Hand verhungern lassen. Stellt euch vor, wir ziehen einen Zaun um den Bundestag, schreiben daran, Vorsicht Irrenanstalt, mit Belästigung ist zu rechnen und wir lassen die dort einfach nicht raus. Wir können jeden Tag reden halten und, ja, und alles so tut und ihre Raute machen und wir könnten dann am Maschendrahtzaun noch Eintritt bezahlen, wo man dieses Panoptikum jeden Tag beobachten kann. Und die würden keinen weiteren Schaden anrichten. Und wir könnten unser Leben selbst organisieren. Das war doch eine klasse Geschichte. Die müssten für die nächsten 100 Jahre bis zum Ende ihres Todes jeden Tag blödsinnige Reden halten. Und wir könnten uns dann das Panoptikum im Fernsehen antun. Das wäre eine klasse Deal. Die sollen uns in Ruhe lassen mit ihrem Zeug. Aber wie kommen wir denn dazu, dass wir unser Land, was jetzt im Prinzip ohne, ich sag mal, ohne Leitbild, ohne politische, Leitlinien auskommt, ordnen. Und da muss man sich überlegen, wie ist denn die Situation in Deutschland gewesen. In Deutschland war es ja so, da haben die Fürsten ihren Besitztum, was sie eben so hatten, so geordnet, dass der Laden rund lief. Die hatten ihre Landvögte, die haben gesagt, im Aufschlag wird das bis hinten zu dem Waldrand und ja, bis zu dem Fluss. Das ist unter meiner Kontrolle und ich will, dass die Bauern Arbeit haben, dass keiner rumsitzt. Und wenn irgendein anderer Fürst hier rein will, dann müssen alle mal zusammenhalten und die dort rausklappen. Das ging vom Mittelalter bis zu 17. Jahrhundert ging das alles gut. Und dann kamen so politische Taugenichtse und Leute, ich will das nicht den Volksstamm nennen, der da ja besonders aktiv war. Und die haben versucht, die einzelnen Schichten gegeneinander auszuspielen. Die haben gesagt, guck mal, hier, das ist der Adel und die waschen sich nicht, das ist die stinkfeine Gesellschaft. Im Adel haben sie erzählt, der kennt doch nicht baden, also ein Adeliger, der muss sich pudern und so weiter. Ja, und so haben die eben die einen in die Richtung geschickt und die anderen in die Richtung geschickt und dann haben die Narzissten aber oft gegeneinander ausgespielt. Wenn wir ein paar hundert Jahre zurückschalten, da gab es in dem sogenannten germanischen Stammesgebiet, was ein riesengroßes Land war, man muss sich vorstellen, Atlantikküste, kurz vor der Wikinger, rechts abgebogen, bis zum Ural, am Ural wieder runter, bis ins Mittelmeer, am Mittelmeer unten lang, der Atlantikküste wieder hoch. Das waren die sogenannten deutschen Völker. Da gehören die Slawen dazu, was heute also Bulgaren, Polen, Ungarn, Teile von Russland sind. Und so die nordischen Stämme, also Deutschland und Niederlande. Ja, und dann die Südoststaaten. Und die haben alle auf dem Land gelebt, die hatten auch ihre Sprachräume. Und es gab nur eine Regel,
durft das Land besiedeln, ihr könnt auch Viehzeug mitbringen und dann lasst euch immer in Ruhe. Ihr dürft den Boden nicht auslagen, ihr habt ein Jahr Ruhe zu halten, dass also ein Jahr der Boden Ruhe hat und dann könnt ihr im nächsten Jahr wieder die Felder bestellen. Und keine Monokulturen, keine Kriege und lasst uns mit irgendwelchen Religionen in Ruhe. So, das waren die Spielregeln und da haben die ihr Land gekriegt und ihr bleibt ja in dem Landstück, was wir euch zuteilen. Und wenn wir dann nach der Fruchtfolge wandern, dann wechseln wir das. So, das ging ja hundertelang gut, bis eben dann die katholische Kirche hier reinkam und meinte, sie muss uns Kultur beibringen. Das ist die sogenannte Christianisierung, die dann gekommen ist. Die Auslöserung kennt ihr ja, die Kreuzritter. Gar nichts anderes wie der Radrittertum der Vorfahren der heutigen Freimaurer, die gesagt haben, also wir setzen den Krieg an und rauben den Leuten Land und Wert und das tun wir dem Vatikan hinschieben. So, dafür wollen wir vom Vatikan den Segen. So haben die ein Volk, ein Keil eingetrieben zwischen dem einfachen Volk und zwischen dem Klerus, der das Geld hatte. Weil die es den Leuten auch nur abgenommen haben. Bauernkriege, Münzer und so weiter. Jetzt ist die Frage, wollen wir uns das Spiel noch eine Weile so angucken und uns ein wertloses Geld hinhauen lassen, wo sie, muss man sich vorstellen, die drucken einfach und die Zettel und machen diesen und dann springen alle auf. Und die, die am höchsten springen, sind die, die vor dem System am meisten Katz bekommen. So, so läuft es ja. Ne? Und das sind dann die, die dann uns als Pakt beschimpfen oder uns vorschreiben, was wir bei Facebook zu schreiben haben. Da haben wir mehrere ausgezeichnete Politiker, die sich immer wieder jeden Tag erblöden, etwas Neues zu machen. Und wenn du schon denkst, dass die Messlatte dessen, was erträglich ist, schon tief hängt. Aber da kommt jeden Tag einer, der da etwas schon durchläuft. Und da sagst du dir, es wird immer schlimmer und immer unerträglicher. Es gibt ja auch kaum noch ein Land, was ähnliche klimatische Bedingungen hat, wo du kannst auswandern und Ruhe hättest. Wo bist du denn hier noch hin? Ja, das sind Deutschland, dann kannst du noch nach Südwest gehen, da hast du dann wieder aggressive Insekten. Und Landkriege, dann kannst du nach Südamerika gehen, dort hast du das Elend vor der Tür und dann musst du dich bewaffnen. Oder du ziehst den Norden hoch, da wirst du eine dicke Bettjacke kaufen. Das Land, wo wir hier wohnen, das ist somit das Attraktivste, was man gewinnen kann. Also wo es nicht nur Wüstensand und Skorpione gibt, sondern wo man klimatisch gut wohnt. Und das weckt natürlich den Neid anderer Völker, das muss ich einfach vorstellen. Und du hast die UN einen Plan ausgeheckt, wie sie eine Bevölkerungsvermischung machen kann. Hätte man das vor ein paar Jahren öffentlich gesagt, hätten wir gesagt, ja, das ist ja hier ein Nazi und ganz schlimm. Nee, es ist ein offizielles UN-Programm. Aber die UN, muss man ja wissen, wo sie verortet ist, ist ja nicht einfach nur ein neutraler Verein der Völkerverständigung, sondern die UN ist mal entstanden als Folge des Ersten Weltkriegs. Und zwar eine Feindstaatenorganisation gegen die Monarchie, die aus Österreich-Ungarn, also aus dem Kaiserreich und aus Russland bestand. Und später, durch die neue Gruppierung der UN, ist eben dann durch die Bolschewiki, später die Sowjetunion, das, hat sich das politische Umfeld verändert. Und die heutige russische Föderation ist auch kein Rechtsnachfolger der Sowjetunion, sondern die sagen, wir wollen die kaiserliche Monarchie fortführen. Aber die hängen noch in Verträgen drin, die eben noch aus der Sowjetzeit durch den Verrat von Jelzin und Gorbatschow entstanden sind und die noch ein paar Monate fortlagen. Aber drei Jahre nach brechen die Verträge alle weg, weil sie auslaufen und Putin sie nicht verlängert. Und das führt dazu, dass die NATO, also sozusagen eine moderne Form der Kreuzritter, deren Kreuz sieht heute ein bisschen anders aus, Malteser Kreuz, aber im Prinzip könnten sie wieder in einer alten Uniform durch die Länder laufen und Zeug haben. Denn nichts anderes ist das. Also die Kreuzritter und die NATO, das ist im Prinzip, machen immer noch das Gleiche. Sie sehen etwas anders aus, haben keine Blechrüstung mehr, aber die Sacher Bodenschätze rauben und Kriege anzetteln, das sind sie ganz dicke da. Interessant ist, dass die Monarchien bei diesen Radritterzügen nie dabei waren. Also der Kaiser, der ja in Deutschland den Staat vertritt, da ist ja nie Teil der EU und nie Teil der NATO geworden. Und wenn die Bundesrepublik meint, dass es die Verwaltung des Staates ist, na, dann müsste ja die Bundesrepublik die Leitlinien des deutschen Kaisers fortsetzen. Also die müsste sich angucken, was hat er alles über Bücher geschrieben, was hat er dann erreichen wollen, und dann müsste sich das heute fortsetzen.
mit der technischen Möglichkeit, die wir heute haben, wir haben Computer, wir haben Beamer, wir können solche Sachen hier an die Wand werfen. Wir machen heute eine uralte biblische Prophetie wahr, dass Bilder sprechen können und dass Steine schreien können. Ja, wir haben uns damals, wo Jesus hier nach Jerusalem rein ist, dann gesagt, wenn du meinen Jüngern hier rein wirst, dann mache ich, dass die Steine sprechen. Was ist denn Silizium? Silizium ist nicht anders als ein Stein, das ist Sand. Und woraus sind die Geräte gemacht? Das sind Siliziumtransistoren. Und wenn du oben dich laut machst, so ein Verstärker, dann ist es, Achso, ich habe auch kein Mic angemacht. ja, das ist also nicht anders als schreiende Steine. Mal gucken, ob mir das angeht. So, mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute hier haben, kommen wir doch nicht dazu, dass wir als Völker und als Länder zusammenleben. Weil es immer mal Leute gibt, die, wenn die eine Masse sehen, gucken die sich die Leute aus, die sogenannten Leitwölfe sind. Leute, die man leicht anschauen kann mit Reichtum oder mit Privilegien. Und die tun sie instruieren und die spielen die eine Gruppe gegen die andere aus. Und dann kannst du regelrecht zugucken, wie innerhalb von Wochen und Tagen da auch schon Streit aufkommt, dass es zu Spaltungen kommt. Und nachdem die Spaltung losgegangen ist, fangen die an, die Gruppen sich zu bekämpfen. Und wenn man das einmal geblieben hat, dieses Spiel, Teile und Rasche, und schaffe Ordnung aus dem Chaos, das ist ja im Prinzip der Leitspruch von mir Rothschild, dann muss man sagen, dann können wir doch was machen. Wenn wir das Spiel durchschauen, können wir doch ein ähnliches Spiel machen, um genau das Entgegengesetzt ist zu schaffen. Dass wir sagen, dann lasst uns doch gleiche Bevölkerungsgruppen einen wählen, der sagt, dass wir das machen, das ist uns gut, dass wir das machen nicht. Für Kaiserszeiten hatte da den Namen von Jesus. Das war gar nicht der Bevölkerungsschwert zu sagen, den Schatz auch machen wir, die EZ kommt in die Mülltonne. Und wir bauen eine Straße und das, was wir uns mal als Grünfläche und als Erholungsort da füllen. Dann wurde dann die Schatzhauer entschieden und dann hat er die Firma beauftragt, die sie gemacht haben und dann geht's los. Zum Beispiel hat Alte Kaiser hat gesagt, die Firma Telefunken gefällt mir, die machen interessante Technologie, da kann man auch Sprache über große Entfernung übertragen und dann hat Telefunken die Schatzhauer mit Kaiser gekriegt und dann das Funkwesen. Also die damals experimentellen Versuche von Marconi. So einer Einbruchsrollen, ja, ich sag mal, Weitstrecken, Funkübertragung und Sprechfunk heutzutage vorangetrieben. Das ist dann schwerer zu den Unruhen kam, hat natürlich dazu geführt, dass die Entwicklung erstmal schenken blieb. Jetzt muss man sagen, wie kann man denn wollen, dass so eine alte Zeit, wo man doch eigentlich sagen, ja, den Leuten sollen wir eigentlich hinter uns lassen und wir wollen doch in die alten Fürsten rausfahren. Da haben wir so eine lange Ansichtung der Demokratie und der Facebook-Gruppen, wozu brauchen wir das? Entschuldigung, ich habe gesagt, okay. Ja, man muss sich jetzt folgendes vorstellen. Der Kaiser, der König, hatte bei uns in Deutschland die Aufgabe, die Eigentümerrechte an Bund und Boden zu verwalten. Da gab es in Berlin, in der Wilhelmstraße 1, das sogenannte Kataster, und jeder, der Verwalter des Grund- und Bodens war, also der rechtmäßige Besitzer, der wurde dort eingetragen. Da muss man sich überlegen, was ist der Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer. Also muss man sich so vorstellen, hier wird das Portemonnaie geklaut. Und derjenige, der mit dem Portemonnaie davon rennt, das ist der Besitzer. Und die Besitzer, die haben alle ein Grundbuch veröffentlicht. Ja? Das ist der Besitzer. Also der ist irgendwann mal gekommen, hat irgendwie einen schönen Namen genommen und ist dann fortgelogen. Das ist der Besitzer. Und der Eigentümer ist der, der rechtmäßig dieses Bodenrecht zugesprochen bekam. Ja? Und das war ein riesengroßes Gebiet, sondern an mir alleine verankert, hat immer Leute gebraucht, die bestimmte Teile seines Bodengebiets dann die kleine Landvögte verwaltet haben. Und die haben sich dann darum gekümmert, dass jeder, wenn er eine Bodenwirtschaft hat, einen Teil seiner Bodenfläche oder das Geld war, sozusagen bei seinen Landesfürsten abgeliefert hat. Und in der Summe konnte dann damit das Land gut verwaltet werden. Wir haben damals Steuern gehabt zwischen 24%. Und heute ist es so, dass uns 24% bleiben, also in Anbieter. Und wir haben damals eben 10% Bauernkrieg angefangen, Münsterstand. 10%, das haben wir heute jetzt noch die Arbeitgeberverbände in ihrer Tarifrunde. Weil wir uns ja bedenken, wir haben 17% Inflation. Wenn die sich um 3% Lohnerhöhung schreiben,
Februar, Dezember, Februar und März. Das ist doch das, was uns immer zählt. 5 Euro retten wir hier, sagen wir, da kann man Fehler machen. Und dann kommt 4 Wochen später schreiben, dass die Renten jetzt versteuert werden. Und so würde es doch die Leute auf Platz suchen. Und mit der Krankenkasse ist genau das Gleiche. Aber das muss alles sein. Die Sozialgesetzgebung, die wir in Deutschland haben, stammt vom Kaiser. Der Kaiser hat damals eine soziale Grundsicherung gemacht. Und das hat er nicht nur auf Deutschland gemacht, sondern auch auf seine Schutzgebiete. Und jetzt wäre es doch mal eine interessante Sache, sich mal anzugucken, was haben denn die Geheimbünde in den Ländern zu welcher Zeit angelegt, organisiert, was ist daraus geworden und wo müssen wir ansetzen, um diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen. Gucken wir uns mal das erste an. Österreich gab es einen Anschlag auf das Kronprinzenpaar. Das war am 28.10.1914. Da kommt die Kutsche aus dem Land vor. Vorneweg gab es die Doppelkopfmonarchie, wo Teile von Österreich sozusagen versichern, Teile von Ungarn bis dann später ausgetreten, also Transleitmanien und Südseitmanien. Da sehen wir auch die Jahreszahlen. Und in der gleichen Zeit, nur wenig abseits, war die Ermordung der Kahn-Familie durch die Bolschewiki unter Leitung von Lenin. Da muss man sich überlegen, was ist Lenin? Lenin ist ein Vertreter der Jesuiten. Und er hat nur die Kommunisten gemieden. Also der Kommunismus war im Prinzip der Hammer, um damit das System zu zerschlagen. Die Leute haben natürlich geglaubt, der Kommunismus, das ist das Mittel, und sagen wir mal, wie hieß es damals? Kommunismus und Elektrifizierung des ganzen Landes. Da haben die denen eine Zukunft versprochen, die völlig unrealistisch ist. Und die Hauptaufgabe von Lenin war einfach nur, Zeug von der Familie beseitigen und die Weißrussische und die Schwarzen Armee dazu zu benutzen, um die Ordnung in dem Land so zu destabilisieren, dass Russland Schulden machen muss. Es ging nur darum, das große menschliche Russland in Schulden zu treiben. Russland besteht ja aus vielen Bauernhöfen, die weitgehend autark sind. Heute, wenn man auf Familienplatz sitzt, an der Sozialbewegung, das ist so ein Land. Und die weitgehend autark waren, wo keine Hilfe aus Moskau erhalten wurde. Und das war den Leuten der Bodenkarte, weil solche Höfen haben keine Kredite. Die sind völlig für sich. Die wissen, wir haben auch eine Wasserstelle, wo wir das sein Wasser, dann sind wir das Wasser. Das ist schon ein letztes Grund, das zu globalisieren. Dann müssen wir nämlich das kaufen. So, und dann wird Bodenschätze aufgebaut, dann kann man von dem Land natürlich den Ackermärkte betreiben, weil man, wenn man dann die Goldmine hinmacht, ist auch Boden verseucht, die wir schon vorhin erzählen. Entschuldigung, wenn man ganz gesund. Und so geht das weiter. Und irgendwann kann die Bevölkerung von dem, was das Land erbringt, länger arbeiten. Das Land wird länger, der Boden ist immer so fruchtbar. Die Abgaben werden so, dass sich die Landwirtschaft nicht mehr trägt. Die Kinder ziehen vom Land in die Stadt. Die Zukunft ist dann die Wahl zwischen, Streber oder Jugendbanken. Da können Sie sich schon was dazwischen lassen. Das ist keine gesunde Entwicklung. Viele Tiere sind den Kindern völlig unbekannt. Und wenn man so fragen müsste, wie sieht eine Kuh aus, ist die ein gutes Drittel der Reihen wieder und das ist der Bildungsstand. Ja. Und da hat man was zerstört, was eigentlich, total widernatürlich ist. Ich habe das immer so, den Leuten immer so erklärt. Stellt euch vor, eine Ameise wäre mit dem System konfrontiert, was uns umgibt. Also wenn die sich irgendeine Kamera greifen müsste, eine Ameise haben auf zu laden, müsste die auch den Windkörper aufladen. Müsste fragen, ob ich die Landwirte jetzt sehen. Und dann müsste die Chef fragen, ob ich jetzt wegnehme oder hat er irgendwie noch Besitzansprüche. Und so würde dieser Staat auch nie funktionieren. Wenn ich irgendwann so sieht, dann kommt er zu mir rein. So, der Staat hat in sich funktioniert, weil jeder auch Sinnvolles getan hat. Und heute ist es so, dass einige Manager, die sogenannten Eliten, weil sie, sagen wir mal, mit ihrem Reichtum immer noch nicht zufrieden sind, den Spiel damit betreiben, um Völker zu beherrschen. Also der Spiel ist sozusagen, dass jeder Volk gegen das andere, wie so ein riesen Schachbrett, in Süßigkeit und Kriege zu verwickeln
und sozusagen als Sachen der Dritte aus dem Hintergrund zuzugucken und zu gucken, wo man eine sogenannte Stadtsanierung machen kann. Stadtsanierung ist, wenn ein Bauer sich überlegt, wie viele Bomben braucht er, um das Stadtgebiet flachzulegen und wie viel würde er nach wieder Aufbau verdienen. Das ist das Modell Libyen, Syrien, Iran, Irak. Also große Flächenbomber genannt, die sogenannte Demokratisierung fliegen ein. So, dann können wir euch vorstellen, wenn wir diesen Krisenherd, der durch die Flüchtlinge nach Deutschland oder Österreich exportiert hat, denn die dort abgehangen sind, sind dann die das Ohr verteidigen wollten, die waren umgeblieben. Die Frauen haben ja dort im Prinzip die Waffen abgegeben und haben im Prinzip diese Banden bekämpft. Und dann kommen traumatisierte Flüchtlinge in Designerklamotten und nennen diese an und erzählen uns, dass sie notleidende Flüchtlinge oder überfallen vom IS sind. Und die melden sich dreimal bei unserem Sozialsystem an und sind dann noch später verschwunden und organisieren sich in Terrornetzwerken. Und plötzlich schlagen irgendwo an der Kiste große Gangelder auf, voller Waffen. Wo man sich fragt, wo sie gerade in der Fischung in Deutschland oder Österreich in Gangelder voller Waffen. Und warum sehen die alle aus wie durchschnittliche Soldaten? Man muss sich überlegen, wenn wir die Geschichte mal ein bisschen zurückgucken, da gab es 1943 einen sogenannten Professor Huden. Der hat einen Plan entwickelt, um die Wirtschaft und den Wirtschaftsstandort Deutschland, Österreich, Ungarn, Teile von Polen und Teile von Russland wirtschaftlich niederzuwerfen, und zwar durch Vermischung und durch wirtschaftliche Kriege. Und der hat sogar den Haaren. Der hat also diesen Plan schon 1943 veröffentlicht. Und da wurde dann später umgesetzt. Und die Frau Merkel, wenn man sich anguckt, was die Reihe nach seit ihrer ersten Amtszeit gemacht hat, ist genau diesen Plan dreimal zu verfolgen. Und dann kommt es, dass einige der Bundesregierung der Meinung sind, es gibt nur Migranten und Nicht-Migranten. Und Deutsche sind Nicht-Migranten. Also die haben sich sozusagen dann irgendwann die Burka überzustimmen und haben dann hier im Prinzip auch mit Scharia-Gesetzen zu leben. Und niemand kommt auf die Idee, warum lassen wir denn das mit uns machen? Wir haben doch noch durchaus eine Vorstellung, wie man den Land friedlich zusammenleben kann. Und uns ist so klar, dass die Nordrischer auch noch Stiegen wie Sachsen und die Bayern auch mit den Preußen so viele Probleme haben. Aber wenn die Bayern verwalten und die Preußen, dann geht es auch immer. Und genau dieses Prinzip kann man auch durch einen großen Maßstab haben. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass unser Land in 26 einzelne Bundesstaaten aufgeteilt ist. Und die Bundesstaaten sind noch nicht aufgehoben. Und die Parteien behaupten, dass das jetzt von den Freistaaten werden. Und dann haben wir einmal gefragt, wo ist denn die Gründungsurkunde für den Freistaat? Und wann ist denn der gleiche Freistaat gegründet worden? Dann kommt zur Antwort, weil der Freistaat ist am 14.10.1990 gegründet worden. Da sagen wir, was wirklich? Die Schenke sind am 3.10. schon beigetreten. Warum hat er denn nicht am 14. schon gegründet? Das sind ja Zeit dazwischen. Also da merkt man, dass es russische Möglichkeit. Und uns wird irgendwas erzählt, dass irgendwas wiedervereinigt worden sei, obwohl der Staat nie geteilt war. Der Staat war immer noch an den Grenzen von 1914. Mit der Schlesien, Ostpommern, die ganzen Gebiete dazu und auch alles das Lothing. Was soll jetzt zu Frankreich gehören? Und diese Länder, die hatten Landesfürsten, sagen wir mal so, und da die jetzt alle verschoben sind, also wir noch von den alten Fürsten da sind, müsste nach den uralten Rechten heute ein Verweser gewählt werden, der die Länder sozusagen verwaltet, weil der Adelige hat ja von der Kirche im Prinzip den Auftrag gekriegt, sozusagen als weltlicher Herrscher sozusagen über sein Gebiet, sondern der Bundesstaat zu herrschen. So. Und die Kirche hat das Land, der deutschen Völker mit den Kriegen im 15. Jahrhundert so dreimal schrittweise gehabt. Also man sieht, haben die wirklich Eigentumsrechte, sondern nur Besitzrechte. Und auch der Kaiser hat im Prinzip auch nur Besitzrechte verwaltet. Aber hat es eben in der Wilhelmstraße 1 der Kaiserlander Zeile, doch in einer ausgewogenen und ordnungsgemäßen Sache gemacht. Dass er, wenn er sagt, dass er dort im Eigentümer eingetragen hat, muss man natürlich sagen, das sind im Prinzip die Besitzrechte von jemandem, der
über viele Jahre ordnungsgemäß sind betreut und verwaltet hat, seine Abgaben abgeführt haben, wo man sagen kann, die Ursprünge eigentlich überleben wir alle nicht mehr. Und es ist der politische Wille, dass die Leute auch weiter präsent bewirtschaften. So muss man es heute sehen, weil die Eigentümer selber leben ja nicht mehr. Und nicht, wenn ich kurz was sagen, geht es ein bisschen weniger sächsisch, die verstehen nicht. Ja. Ja. Gut. Und worauf es heute ankommt, ist, dass dieses Recht, während diesem Land der rechtmäßige Eigentümer ist, in dem Kataster Tisch zu machen, oder? Weil die Verträge, es gibt keine Verträge, die länger geladen sind. Da muss man sich überlegen, wann ist der letzte Eintrag passiert? Der letzte Eintrag in Deutschland war am 27.10.1918. Weil am 28.10. hat in Deutschland Max von Dorn gegen den Kaiser geputscht, indem man ihm ein Schreiben am 18.10.1918 zukommen ließ. Wenn du dich nicht schon drin machst, dann wird das gleiche passieren wie der russische Zar. Und in dem Schreiben ist erwähnt, dass das die Soldatenräte machen wollen und erledigen wollen, mit entsprechend Kugel. Ja, und da hatte dann der Kaiser keine andere Möglichkeit, als ins Ausland zu ziehen, und ist also dann nach Niederlande. Und die später aufgetauchte Abdankungsurkunde hat sich als fake herausgestellt, weil die Unterschriften schon mal nicht gleich sind und es auch mehrere gibt. Und wenn man eine Urkunde hat und eine Kopie anfertigt, sieht man natürlich, das ist original und das ist Kopie. Da gibt es nicht 5 oder 6 Kopien. Also weiß man, dass das alles gefegt ist. In einer ähnlichen Zeit, am 28.10. ist der tschechoslowakische Staat, wo aus Österreich Ungarn ausgeht werden, und am 31.10. Ungarn. Ja? Wenige Tage später ist dann in Polen die Zweite Polnische Republik ausgerufen worden und in Österreich am 12.11.1918. Das ist als Folge von organisierten Terror durch ein Team. Und jetzt ist die Frage, wie könnte man das erreichen, dass man das große Wirtschaftsgebiet außerhalb des Europachaos wieder neu organisiert? Denn der Kaiser ist nie Mitglied der Europäischen Union geworden. Österreich-Ungarische Monarchie ist nie Mitglied der EU geworden. Die EU, die war durch den Putsch passiert, aber das war ja nicht der Volkswille. Wer in Österreich wollte den wirklichen Euro bekommen, hat er einen Schilling behalten. Uns ging es ja ähnlich, obwohl wir sagen müssen, die D-Mark ist auch nicht unsere Währung. Wenn der Kaiser hat keine D-Mark bestellt, der Kaiser hat seine kaiserliche Mark, die ist immer noch im Dienst. Niemand, es gibt keine kaiserliche Verfügung, die die kaiserliche Mark aus Dienst gestellt hat. Das war der Fall, da können Kurse gestellt werden. Sind dann die Regeln der Fett, aber das Geld ist immer noch staatliches Geld. Dass es natürlich keine Sicherheitsmerkmale hat und dass es auf jeden Fall ein Papier auf Papier werden könnte, sollen wir zu der Überlegung führen, dass vielleicht die Geldscheine nicht über den Dienst gestellt werden, aber was ist mit den Münzen von den Häusern? Da gab es auch noch 3 Millionen Menschen, die auf so bestimmte Länge stecken. Ja, und jetzt ist die Frage, wenn wir ein Verweser hätten für ein bestimmtes Gebiet, sagen wir mal für Preußen oder für Sachsen, der könnte sagen, ich bin derjenige, der die Bodenrechte verwaltet, ich bin derjenige, der die Leitung der Politik bestimmt und ich bin derjenige, der jetzt sagt, wir hätten jetzt gerne das hier als Werbung für die nächste Zeit und dann würde ich euer Euro nehmen und euch vom anderen machen. Und dann würden wir ohne Euro-Krise zum Länderbund kommen, in dem eben die größeren Verwalter, größere Gebiete, größere Bundesstaaten untereinander sich einig werden, ein Friedensvertrag, ein Handelsabkommen schließen, was nicht solche negativen Auswirkungen hatte, wie das, was die USA mit dem TTIP vorhat. Muss ich überlegen. Dass es zu einer gesunden Handelsbeziehung kommt und die Verträge sind geheim. Nicht nur die Politiker dürfen die lesen. Wir müssen extra in einen gesicherten Raum gehen, dass sie auch keine Kopien machen davon. Und man kann sich vorstellen, wenn ein Grüner die Verträge liest, ob der in der Lage ist, die ganzen Feinheiten und Böswilligkeiten im Vertrag auszufinden, glaube ich auch nicht.
Man muss also davon ausgehen, dass es ein Vertragswerk ist, was eine Fortsetzung des Versailler-Vertrags ist. Und zwar unter Ausschluss einer Haftung von denjenigen, die die böse Beschreibung eingebaut haben. Und dass es so viel Papier um uns rumgeschrieben worden ist, sodass die eigentlich wichtigen bösartigen Stellen überlesen werden. Das ist das, was in dem Titel drin stehen wird. Da muss ich gelesen, da war auch der Bus ankommt, was Obama in letzter Zeit geäußert hat. Er war nur am Rammstein war und auch was er zu Österreich gesagt hat. Dass die Österreicher gesagt wurden, Österreich wird eine Souveränität kriegen, aber es wird immer zwischen der Seite bleiben. Und das ist natürlich keine Zukunftsaussicht. Das können wir natürlich anders regeln. Und jetzt ist die Frage, wie das geht. Man müsste, um diese alten Gebiete wieder zu aktivieren, an die Siegelrechte rankommen. Das heißt ja, der Fürst oder der Verweser, ja, muss aber mit ordnungsgemäßen Siegel die Ausreise beschädigen. Ja. Deswegen hat es keinen Sinn, wenn wir eine verfassungsgebende Versammlung machen, dass ich in irgendeinem Ort, im Dorf, Zähne zusammentun und sage, wir machen jetzt eine Notwahl oder wir aktivieren eine Gemeinde. Ich sage nicht, dass am anderen Ende vom Ortseingangsschild irgendjemand von der Versammlung das Verfahren hat. Also kann es doch keine Reaktivierung der Gemeinde sein. Das ist doch nur ein Projekt, ein Schulprojekt oder eine Überstimmung oder irgendwas, dass sie sich dann überlegen, na, jetzt haben wir ja was erreicht. Ich nehme an, dass nicht mal ein Bürgermeisteramt irgendjemand das davon erfahren hat. Also so kann man ja nicht vorgehen. Aber wenn man den Modus Krim macht, auf der Krim ist gefragt worden, wo wollen wir denn hin? Wollen wir zur Ukraine oder wollen wir zu Russland? Und dann haben die jeden in dem Gebiet, haben die einen Zettel mit was gehabt, dann sagt der Lederus, das sind die Leitlinien von Putin, das sind die Leitlinien von Jasenjuk. Entscheidet euch, in 4 Wochen ist ein Dorf genug und Abstimmung. So. Das Problem ist nur, die haben welche Ausweise, die haben sie nicht. Und für Ausweise gibt es keine Beschädigung und Verschaffung der Scheibe. Da müsste ich bei mir drin stehen, Königreich Sachsen. Da steht Deutsch drin, das ist auch kein Staat, bei euch schützen. Und bei euch ist das völlig Österreich, da steht ein Ausweise drin. In Frankreich steht nur noch Französisch drin. Du sagst. Bürgerrecht stand nur noch Franz drin. Und Le Pen ist das aufgefallen, das ist ja los. Die hat auch meine Videos gesehen, die wir mit dem Sonntag gemacht haben. Wenn die sagen, das ist Corona. Und da müssen wir also wieder zurück. Und in die Staatlichkeit kommt man, indem man die Siegelrechte von dem Tag sich greift, wo dieser Wunsch passiert ist. Das ist in jedem Land ein anderer Zeitpunkt. Deswegen habe ich mir heute mal die Zeit genommen und habe das so rausgesucht. Österreichischer Streitpunkt. Weil das wirkliche Ende der Monarchie war die Erklärung der Republik. Aber wann ist denn dieser ganze Mist passiert? Da müsste es passieren durch den Angriff auf das Grundprinzip. Denn danach wurde ja das ganze Gebiet destabilisiert. Wir haben verschiedene Gruppierungen, dann eine Teilung gemacht und so weiter. Und es hat lange Zeit, also sagen wir mal, wie so ein Siegstuhl in den staatlichen Systems zu geben. Und das ist erst am Ende der Zeit sozusagen zu der Republikerklärung gekommen. Und um das ordentlich sauber zu machen, müsstet ihr eigentlich auf das Datum zurück, wo der Anschlag passiert ist, also den 28.10.1914. Und von dem Zeitpunkt das Siegel rausfinden. Meiner Ansicht nach, ich habe mal geguckt, ist das Doppelkopfadler-Symbol, weil das den Zeitraum überstreicht. Ne? Das Doppelkopfadler-Symbol war bis 1915 zumindest noch da. Also bis die Teile von Transsibirien dort abgeteilt wurden. In Russland ist es ziemlich klar, weil das Siegel der Frauenfamilie hier gilt. Tschechoslowakischer Staat ist das auch schwerer auszufällen, nach dem Stichtag. In Deutschland ist es ziemlich eindeutig, es ist der 27.10., also ein Tag vor Wunsch, weil noch an diesem Tag hat der Kaiser eine Verfügung gemacht. Das heißt, wenn es uns gelingt, am 27.10. nächstes Jahr in allen Ländern ein Referendum anzuschieben, können wir ein riesengroßes Gebiet bauen. Weil, wenn Russland auf die Idee kommt, den Westteil von Polen zurückzufordern, weil auf der Karte von 1914, wenn man sich das anguckt, wo es die Schaden noch gab, war das Kaiserreich und danach ging der Russland los. Polen gab es da noch drin. Polen hatte zwar eine Selbstverwaltungsrecht, die hatten eine eigene Verwesung, aber das Polen gab es ja als Staat und kam entweder zum Kaiserreich oder zu Russland. Das heißt, wenn die Polenrechte auslaufen, könnte Russland sagen, wir wollen unseren ursprünglichen Staatsgebiet zurück. Momentan geht es noch mit, weil Verträge mit der Sowjetunion immer noch aktiv sind. Der Friedensvertrag von Brest-Litovsk zwischen dem Kaiser und der Sowjetunion war nämlich, wenn ich richtig informiert bin, 2017 geschlossen worden. Der wird nächstes Jahr
interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob er da neu verlängert werden muss. Auf jeden Fall fallen einige Verträge weg, die den russischen Rubel noch an den Dollar bringen. Und wenn wir also das Referendum am 27.10.2017 spätestens abschließen, dann muss man aber bedenken, man muss es ein bisschen eher machen, weil es kann ja eine Neuanfechtung geben. Man müsste also sozusagen am 8.10. das Referendum machen. Wenn es eine Neuanfechtung gibt, müsste man dann 14 Tage vor dem 27.10. zur nächsten Abstimmung einladen, damit man die Wahl hat, noch vor dem Ende die Bodenrechte wieder zu verlängern. Also wäre ein optimaler Wahltermin irgendwann so am 8. Oktober. Und wenn man das in einem Gesamtgebiet machen würde, hätte man ein riesengroßes Wirtschaftsgebiet und eine riesengroße EU-Schuldenunion. Weil in anderen Ländern, die nicht zu dem großen Wirtschaftsgebiet dran wären, zwar nicht mit reingeholt werden könnten, aber das gleiche hätten wie mit dem Euro, aber die könnten ja im Prinzip ihre eigene Landeswährung wieder auf den Weg bringen, mit der griechischen Drachme und was haben wir noch so, Portugal und Spanien. Und sozusagen auch einen Länderbund machen, mit denen könnte man ja Handel treiben. Es gibt ja keinen Grund, warum man nicht in den Gebieten Frankreich, Spanien oder Produkte beziehen soll. Aber die sollen ja nicht, sagen wir mal, ihre Staatsverschuldung oder ihre Vorstellung, wie man so einen Staat organisiert, uns aufzwingen wollen und dann sich wundern, warum dies und jenes nicht funktioniert. Und wenn man dieses große Wirtschaftsgebiet, der Referendum sozusagen wieder in den Rechtsstand zurückschiebt, dass es eine Regierung gibt, die handlungsfähig ist und die Parteien, das Parteienkonstrukt, dieses Parteienmafia sozusagen mit dem Referendum erledigt, weil nach dem kaiserlichen Wahlrecht sind ja Parteien die Wahlberechtigten, es sind immer Personenwahlen. Und jemand, der einer Partei angehört, war ja im Prinzip, wenn man so will, Mitglied in einem Staatsstreich, weil der Staatsstreich in Deutschland wurde hauptsächlich von der SPD organisiert. Und es ist aber genau nur Nachwies in Österreich schon das gleiche gewesen. Da gab es einen Kepper oder Kessler, wie das hieß, ne? Und auch SPD-Mann. Ja, und das ist die interessante Sache. Jetzt müsste sich im Prinzip jemand finden in einem größeren Gebiet, dann müsste sagen, ich habe das und das in dem Gebiet vor, dann müsste also seine Leitlinien vorstellen. Und dann könnte man sagen, bei dem gäbe es Verwaltermin. Und der müsste sozusagen die absolute Mehrheit kriegen von denen, die nach den Regeln der damaligen Monarchie wahlberechtigt werden. In Deutschland gibt es so einen Stichtag, das ist der 17.07.1990, da gab es einen Verfassungszustand. Da hat man nämlich endlich die DDR und BRD weggesenkt und unter gleichem Namen dasselbe Konstrukt im Handelsrecht nochmal neu erzeugt. Da hat man weder der BRD noch der DDR-Volkskammer erzählt, was da passiert ist. Aber das hatte zur Folge, dass man gesagt hat, also von Firmen oder Wirtschaftsgebiete kann ich ja problemlos vereinigen. Da brauche ich keinen Staatsvertrag dazu. Da mache ich einfach einen Firmenzusammenschluss, wie es mit all die Lidl miteinander verheiratet wurden. Problem ist nur, die Handelskonstrukte hatten kein Recht an den Kreuzeigentum. Weder das, was in der DDR war, noch das, was durch öffentliche Fördermittel in den Restgemeinden zur Verfügung war. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ob es bei euch auch so einen Schnitt gab, wo ihr Handelskonstrukt erzeugt habt. Gut kenne ich mich noch nicht aus in der österreichischen Geschichte. Aber ich denke mal, dass ich im nächsten halben Jahr das alles noch untersuche und auswerte. Aber ich denke mal, da kann der Österreicher die österreichische Geschichte untersuchen, der Polen, die polnische und so weiter. Und dann werden wir es schaffen, bis nächstes Jahr so ein Referendum auf den Weg zu bringen. Weil es ist einfach nur zu gucken, wer wäre. Also wenn man 100 Jahre zurückdrehen würde, an dem Tag wahlberechtigt gewesen und dessen Kinder. Ja? Also müssen Sie gucken, in 10. Generation, der also in Österreich verordnet ist und der hatte dann Wahlrecht, um den Verweser zu werden. Und bezüglich des Referendums, um wieder an die Siegelrechte zu kommen, da müsste man gucken, wer nach österreichischen Wahlregeln, also im heutigen Republik Österreich, gültigen Wahlregeln, wahlberechtigt wäre, außer die, wir sagen immer, man kann, also bei euch sind es Verkasserwahler oder die dann hier nicht zu Österreich gehören, sondern Einbürgerung durchlebt haben. Wo man fragen kann, dürfen die Einbürger. In Deutschland ist es ganz normal, nein, zu beantworten, wie es in Österreich ist. So, die müssen dann darüber entscheiden, dass das Siegel, also ich würde ja bei euch vorschlagen, den Doppelkopfvater, weil der hat im Prinzip die richtige Zeit passt. Die Frage ist nur,
ist dann so ein Symbol, was eigentlich eine Spaltung eines Staates darstellt, weil es zwei Köpfe gab, zu einem Kriegssymbol, aber ist da schon wieder rum drin. Das müsst ihr aber entscheiden. Deswegen müsst ihr über dieses Symbol ein Referendum machen. Also die Leute alle einladen, wollen wir dieses Symbol als unser Staatssymbol nehmen. Und dann müsst ihr jeden, der da Staatsangehöriger wäre oder werden könnte, man sieht im Ausweis den Einstellung, jawohl, hat die Rechtsstellung als Staatsangehöriger in Österreich oder in Deutschland. Und dann können wir 14 Tage später den Verweser wählen und dann wird im ersten Wahlgang entschieden, wer die Bildung stärkste sind. Und zwischen denen wird im zweiten Wahlgang, der aber nicht, da nur 14 Tage dazwischen sein müssen, wird dann eine Stichwahl passieren. So, da muss man sich dann einen Terminkalender machen, wenn man ein Gantt-Diagramm, also eine Rückwärtstabellierung machen, dann kriegt man raus, bis zu welchem Stichtag wir eine Wahlkommission auf den Weg gebracht haben müssen, die Dokumente der jeweiligen Leute prüft, ob sie denn Staatsangehörige werden können oder Staatsangehörige sind oder ob sie einfach nur zugucken dürfen. Ja, in Deutschland sind die Regeln ziemlich kompliziert. Wir sind inzwischen auf 5 Wahlgruppen gekommen und 5 einzelne getrennte Bevölkerungsgruppen, die getrennt ausgezählt werden müssen. Aber was ist denn so schwer dran, die Leute an die Wahlgruppen zu holen, wenn man dafür als Gegenleistung die Eurokrise vermeiden könnte und eventuell auch einen Bürgerkrieg? Weil Deutschland steht auf der Kippe eines Bürgerkriegs. Das sieht nicht nur unter Ölgruppe zu, sondern auch die Bundeswehr. Wir haben nämlich schon wieder einige terrorische Übungen in Deutschland veranstaltet, also Teil der Bundeswehr trainiert haben, dafür gegen das eigene Volk vorzugehen. Wir haben die Offiziere schon gesagt, also wenn man das vorhat, dann machen wir Befehlsverweigerung. Aber irgendein Heilsturm werden sie schon finden, der das dann doch macht. Und wir hoffen mal, dass es nicht dazu kommt, dass wir uns eher einschweren. Es gibt inzwischen Bewegungen, dass die Soldaten von unterschiedlichen Nationalitäten vermischt werden, dass hier in Deutschland Holländer, Italiener zum Einsatz kommen und Deutsche in Frankreich zum Beispiel. Ja, ja. Spezialisten.